Banana Citrus, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Tag wieder. Wir machen Schlag den Ilan, Leute. Ilan, komm her. Ilan, willst du was sagen? Heute Schlag den Ilan. Ab? Wir haben einen Gegner. Wir haben einen Gegner. Wir haben einen Gegner. Komm rein. Wer ist der Gegner? Hey, bist du, Bro? Wie heißt der, Bro? Sag, komm. Bist du bereit, Bruder? Ich bin bereit. Komm, wer gewinnt heute? Schlag den Ilan, Leute. Seid gespannt und schaut weiter. Es geht gleich los, Alter. Anna Citrus. Oh. Hi, Ladies. Hi. Hi. Hello. Wie geht's euch? Ja, gut. Wie geht's dir? Auch gut. Wie heißt ihr? Lea. Du? Jessie. Was für Landfrau seid ihr? Deutsch, du? Auch Deutsch. Oh. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Was für Landfrau bist du? Wie heißt du erstmal? Ich heiße Sonja und ich komme aus Pakistan. Aus Pakistan. Oh, stabiler Bruder. Ja. Wie der Bruder heißt. Gut, heißt. Ich küsse dich. Bruderlein. Killer, okay. Hi. Hey, Ladies, seid ihr bereit? Ja. Wie geht's euch? Gut. Wie heißt du? Lucien. Du? Nicole. Was für eine Frau seid ihr? Ich bin Deutsche. Du? Russin. Russin, okay. Ich stehe auf Deutsche. Ich stehe auf Deutsche. Chill, Bruder. Bitte müsst ihr die zwei Jungs bewerten. Einmal Ilan und Khan. Fangen wir mal bei Ilan an. Was würdest du sagen? Okay, also... Was würdest du sagen? Outfit ist und Aussehen? Das Outfit ist sehr gut. Okay. Und ich finde, du bist eine solide 9 von 10. 9 von 10! Geil. Direkt mal zurückbewerten, Bro. Was würdest du sagen? Eins bis 10, schau dir mal an. Nicht, weil sie mir eine hohe Bewertung gegeben hat. Ehrlich gesagt. Sie selber eine hohe Bewertung. Okay. Ihr Kleid passt. Ja. Sie sieht gut aus. Ihr Brille passt zu ihr. Okay. Eine Top von 9,8. Oh, 9,8! Ah! Applaus. Okay, jetzt haben wir Khan am Start. Musst du einmal mal anschauen und dann auch bewerten. 1 bis 10. Also er sieht wirklich sehr gut aus. Oh, 100% getroffen. Oh. Du bist eine stabile 9,9, jawoll. 9,9, geil. Okay, du mal direkt bewerten. Also, schau, check mal. Okay, also Outfit wirklich 10 von 10. Ich sag dir, okay. Ihre Hautfarbe Karamell liebe Liebe ich. Karamell, ich liebe es. Auch sehr sympathisch mit der Brille. Ich kann ihn wirklich nur zurückgeben. Auch eine 10 von 10. Boah. Kuss, gib auch Kuss. Oh. Erkennen und dann Gesicht schauen, aussehen, Outfit ja. Und dann schauen. 1 bis 10. Was würdest du sagen? 1 bis 10. Ich brauche kurz eine Denkminute. Okay, no problem. Schau ihn einfach nur an. Dann sag was. Also erstmal nur er oder wie? Genau, erstmal er nur. Dann gehen wir zu dem Bre mit Ziegenbart. Style ist auf jeden Fall gut. Okay. Bisschen Baggy-Look, Pegador. Pegador beste halt. Oh shit. Passt zu den Schuhen, ist gut. Perfekt, halt. Ne? Ja. Perfekt. Ja, also er schaut schon gut aus so, okay. Aber ist nicht mein Teil, und ich habe auch einen Freund, deswegen. Okay. Aber ist nicht schlimm, dass du mitmachst, ne? Nein, halt. Ich kann ja trotzdem offen halt sagen, ob ich jemanden attraktiv genau. Was würdest du sagen, 1 bis 10? Ehrlich sein. Einfach nur ehrlich sein. Frag erstmal Nicole, ich brauche nur eine kurze Denkung. Okay, dann. Mann, lass mich doch erstmal schauen, mal du jetzt. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Du willst einfach nur, dass ich eine 10 von 10 sage, aber. Oh, Ilan, was geht? Nein, sie muss keine 10 von 10 geben. Okay. Nein, einfach ehrlich sein. Ihr seid beide sehr hübsch. Ich bin ehrlich. Okay. Ich mag deine Brille. Okay. Oh, shit, zeig mal. Sieh an. Oh, geschenkt. 350 Euro. Oh, yes, sieht okay. Sehr gut aus. Siehst du, er will einfach nur, dass ich sage 10 von 10, aber ist scheißegal. Okay. Ich mag das, dass dein Outfit matcht. So, okay. Babyblau passt. Okay, perfekt. Fresh, okay. Outfit. Ich gebe dir eine 7 von 10. 7 von 10, okay. Jetzt hast du schon überlegt? Ja, ich gebe ihm eine 5 von 10. 5 von 10, okay. Ist auch ein okay, ich enttäusche. Ich hätte dir vor 10 von 10 gegeben. Ist egal, sie ist ehrlich. Ich kämpfe für dich. Schein. Okay, jetzt kommen wir mal zu Khan. Was sagst du? Bei Khan. Check den ab. Komm mal. Check den Bri ab. Okay. Ziegenbart, steht ihr auf Männer mit Ziegenbart? Ja, schon. Okay. Gib ihm eine 8. 8 von 10. Du? Also ich finde, er ist eine 7 von 10. 7 von 10, okay. Dann, jetzt direkt du, mein Straight Bri. Es geht auch nicht um Geld. Ab, chill. Okay, jetzt direkt. Bleibt ruhig. Bewerte mal sie, die beiden jetzt. Bruder, ich bin ehrlich, wenn aber mir jemand... Aber du musst unabhängig davon sein. Ja, immer ehrlich sein. Okay, ich halte. Oder hier. Freunde der Sonne, ich bin ehrlich. Wenn sie mir eine 7 gegeben hat und sie mir eine 6, mir ist egal. Ich gebe ihr eine 9,5. Oh shit. Sie ist gut angezogen, sieht gut aus, hat Tattoo. Stich drauf. Auch 9,2. Oh, okay. Stark. Fertig. Okay, jetzt geh. Karl, du bist dran, Bro. Erst links, Bro. Also ich sag dir ehrlich, Bruder, ich stehe nicht so auf Tattoos. Okay. Magst du nicht Tattoos, Bro? So fresh Tattoos? Diese kleine Tattoos, okay. Okay, hey. Grüße. Okay. Gefällt mir, aber das ist okay. Ein bisschen zu viel. Deswegen, ich gebe ihr auch eine 4 von 10. Wie? Ihr Outfit ist okay.
Okay. Bro, ist die Schuhe gefallen mir. Du bist ein bisschen streng, Bro. Ja, Bro. Aber egal, du musst ehrlich sein. Du musst einfach ehrlich sein, Bruder. Okay. Die Schuhe gefallen mir nicht so. Okay. Ich gebe dir auch eine gute 5. 5 von 10. Okay. Ich mag sein vor uns sein T-Shirt. Okay, geil. Zieh mal deine Brille an, jetzt du kommst. Mach mal Werbung. Oh. Oh. Okay. Match. Also die Brille ist schon Match, ne? Schon Match. Also ich würde schon so eine 8,5 geben, 8,5? Würde ich sagen. Okay. Stark, stark. Okay, was würdest du sagen? Boah, ja, also ich mag die Brille. Okay. Ich kann dir nur zustimmen, auf jeden Fall eine 8,5. Schenken? Oh mein, 350. Oh shit! Oh shit, er schenkt die Brille! Er schenkt die Brille, 350 Euro! Boah, 8,5? Ja. Okay, könnt ihr mal Elan, dann switchen wir auf ihn. Würdest du sie bewerten? 10 von 10? Beide! Direkt 10 von 10, straight 10 von 10. 11 von 10, ich will hier Instagram. Boah, das schauen wir am Ende an. Das schauen wir am Ende an. Kai, komm her. Jetzt sind wir drin bei Khan dran. Was würdest du sagen, Khan? Also Khan, komm mal mehr rein. Okay. Also, ich muss sagen, ich mag die Farbe vom Pulli. Okay. Und Nike finde ich eh immer top. Okay. Ich finde so an sich die Kombi auch, finde ich sehr gut. Also, ich würde schon so auch eine 8 geben. 8 von 10? Geil, geil. Sagst du? Bei Khan? Sie nimmt mir immer alles voraus. Egal. Ich sag dasselbe. Komm, 8, hier 8, ja, komm. Fresher Style? Ja, aussehen? Ziegenbad feiert ihr, seid mal ehrlich. Ja. Feiert. Okay, Khan, jetzt bist du dran. Okay. Direkt mal erst hier. So, ich sag dir ehrlich, ich stehe auf Blondinen. Oh, Jackpot! Yeah. Ich gebe dir ja auch eine gute 8. Eine 8 gute, von 10. Ja, 8 von 10. Okay, was gibst du ihr? Machst du mal deine Brille kurz auf. Oh shit. Okay. Ja, schöne Augen, gute Mischung. Ich glaube, ich gebe ihr auch eine 8. 8 von 10, okay. Okay, stark. Nächste Frage, Date or not? Später wird ausgetauscht. Später, Bruder. Es ist noch nicht fertig hier. Wir machen weiter. Muss ja in eine Chance gehen, mal Kaffee zu trinken oder was essen gehen. Und schön, keine Ahnung, irgendwas machen. Keine Chance? Ah, also not. Er kann mein bester Freund sein. Bester Freund. Okay, was würdest du sagen? Du bist vergeben, deswegen kein Date. Ich bin vergeben, okay. Aber auch wenn ich nicht vergeben er kann dein Hassmüller sein. Wäre auch kein Date. Nee. Ah, schade. Ilan, leider. Was würdest du sagen? Würdest du sie gerne daten, oder? Ich bin ihr Hassmüller. Ihr bin ich auch Hassmüller. Aber würdest du ihr Date geben? Ja, auf jeden Fall. Sie ist ja, auch, aber sie ist vergeben. Geht nicht. Hey, guck mal her. Bruder, okay. Aber ich bin ehrlich, ich gebe ja, du hast gesehen, was für Bewertung ich gegeben habe. Okay. Auf jeden Fall ein Date geben, fertig. Okay. Auch wenn sie mir kein Date gibt, okay, ich gebe ihr ein Date, Bro. Weil ich geil, bin ehrlich. Geil, Bruder, geil. Okay, Khan, jetzt kommen wir zu dir. Bei Khan, was würdest du sagen? Date or not? Okay, Kaffee trinken ist okay. Oh, Khan! Kaffee trinken ist okay. Oh, du hast ein Date bekommen. Oh, okay, du bist vergeben. Nee, halt. Aber wenn du kein Freund hättest? So, da kommt es halt, also wenn ich jetzt keinen Freund hätte, kommt es darauf an, wie er so charakterlich auf mich wirkt halt. Okay. Also so rein vom Optischen würde ich jetzt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt mit dir Kaffee trinken, aber wenn er jetzt zum Beispiel sau korrekt und sympathisch zu mir ist, so das zieht bei mir halt eher wie, wenn du jetzt eine 10 von 10 bist, aber dein Charakter halt so... Das stimmt, Charakter zählt auch, sehr wichtig, oder? Also ich will nicht lügen halt, ich will jetzt nicht sagen, dass nur Charakter zählt so, es ist so beides halt, ich meine... Optische zieht halt auf den ersten Blick an, aber Charakter hält halt für länger. Echt doch noch! Chill, Bro, chill! Erstmal abwarten, danach machen wir weiter. Deine Chance geben, damit er dich ein bisschen zum Essen bringt, Kaffee trinken, was auch immer. Würde ich schon an sich machen. Würdest du an sich machen? Okay, du, Hilan, nimmst du an? Oder wer Nein sagt, ist schwul. Gut gesagt. Jawohl, gut gesagt. Was würdest du sagen bei Ila? Ich hab einen Freund. Ah, also, du hast einen Freund. Aber ist nicht schlimm, oder? Hast du mitgemacht? Dankeschön. Er macht dich einfach, geh mir nicht rein, ist nicht schlimm, oder? Natürlich nicht. Okay, Date or not, deswegen kein Date. Also du kannst kein Date machen. Ich hab Date mit dir, er soll nicht angreifen. Okay, jetzt bei Khan. Date or not. Du musst dir auch in eine Chance geben, Kaffee zu trinken. Ja, man kann sich ja mal unterhalten, würde ich sagen. So. Okay. Man weiß ja nie. So. Man weiß ja nie. Was sagst du? Sie geht nicht, sie ist vergeben. Ja, okay, ich sag dir ehrlich, mein Bruder hat dich schon, deswegen, ich hab mich da... Oh, Brüder halten zusammen und der gehört sein Bruder. Ja, er gehört sein Bruder, habt ihr gehört? Mal Kaffee zu trinken oder so. Was essen geht zusammen. Ja, stimmt. Okay, nimmst du es an? Also du würdest auch den... Ey, mein. Nicht, weil sie mich gegeben hat, Wallah, ich würde auch geben. Okay, geil. Bei ihm? Bei Kaffee? Ja, safe. Safe, ne? Sicher. Und du, nimmst an? Mal schön essen, geht Kaffee trinken. Auf jeden Fall. Ihr geht zusammen mit ihr. Und hol noch eine Freundin. Jawohl. Hol noch eine Freundin, ihr geht zusammen. Jawohl. Geil. Willst du noch was sagen? Nein. Okay, danke. Bleib gesund und viel Spaß noch. Danke auch. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Dankeschön, ne? Danke, dass ihr auch mitgemacht habt. Du? Dein Outfit auch fresh. Also danke. Danke, dass du mitgemacht hast. Cool aus. Geil. Mehr habe ich nicht zu sagen. Geil, danke, dass du mit mir bleibst. Bleib gesund. Klar, gern, ja. Geil, Kuss, alle zusammen, Kuss.
Anna, Anna, Anna. Sat O. Anna, 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 Anna. Sat O. Anna, 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 Anna.